Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zu einem Freitagsvideo auf diesem Kanal. Yu-Gi-Oh! News. IGAS ist durch. Structured X ist angekündigt für Europa. Lightning Storm ist mal wieder die krasseste Shortprint aller Zeiten. Alle verkauft, bis auf die, die habe ich noch. Viel Spaß mit der Folge. Ja, meine Leute, es hat mal lange nicht mehr, dass direkt zu Release eine Karte auf 100 Euro gestiegen ist, beziehungsweise diese Prismatics an die 500 rangehen sollen. Das ist Wahnsinn, das ist richtig krass. Das Set ist an sich durchwachsen, aber doch recht gut. Vorverkauf haben wir gut geregelt gestern. Ich muss erstmal sagen, ich nehme das Video heute ausnahmsweise mal schon am Donnerstag auf, weil ich morgen privat was vorhabe und keine Zeit habe zum Video drehen. Ich hoffe, das gefällt euch trotzdem. Und wenn wir jetzt vor uns mal auf den Markt gucken, was sind so die Karten aus IGAS, haben wir auf jeden Fall das Cross-Sheep als Shortprint von den Rares, zusammen mit der Erde-Heater. Ja, ist eine gute Karte, kann man in vielen Decks spielen. Geht jetzt an die 6 Euro oder so auf Englisch von deutschen Powersellern, also richtig krass. Wir haben es im Presale rausgehauen für teilweise 80 Cent oder so. Konnten uns schon denken, es könnte short werden, aber war dann wieder so short wie der Sunlight Wolf aus Zast. Bei den Super Rares wurde die Marincess short und die Ziehkarte, wie hieß die denn, die irgendwie Level 9er abwirft oder so, um dann 2 zu ziehen, wie so ein Trade-In für neue Sternanzahl. Ich glaube das hier, Kujikiri-Fluch, genau. Das sind die Shorts bei den Ultras. Ich glaube, da müsste ich eigentlich gucken, wir haben ja eine Settensheitsverteilung schon euch gegeben über Facebook und Instagram. Da war, glaube ich, auch irgendwas short von den Piraten oder so. Und dann halt Lightning Storm bei den Secret Rares. Glückwunsch. Also die bezahlten Bestellungen konnten wir alle abarbeiten, das war gut. Die reservierten auch zum Teil, aber die, die jetzt erst diese Woche kamen und meinten, hier Jens, wir brauchen noch 3 Lightning Storm. Sorry, das ist einfach zu spät. Wir haben jetzt 143 Displays geöffnet. Die anderen waren alle schon versprochen. Da kann ich leider gerade nichts machen. Ich bekomme dann in einem Monat mit der Special Edition die nächsten nach. Mal gucken, wo sich das entwickelt, wie da dann die Seltenheitsverteilung ist. Hätte man vielleicht riechen können, wie bei Impermanence damals oder so. Ging jetzt auch alles gut, nur ich hätte halt auch gerne viel mehr Kunden bedient, die jetzt noch im Nachtrag in den letzten Tagen die Karte begierten und haben wollten. Aber man kann halt nicht immer, ne? Und jetzt auf Blau und Dunst doppelte Menge kaufen. Und dann wird es so ein Set wie Rira oder Chim, wo du dann erstmal monatelang die Displays nicht aufmachen musst, weil du nicht alles verwerten kannst oder willst oder die Leute es nicht so oft brauchen. Mittlerweile öffnen wir Rira wieder alles, was wir haben, weil die Appaloosa gerade auf 80 ist. Und die jeder braucht im Spiral. Aber sonst vorher hat es sich nicht gelohnt, ein halbes Jahr später lohnt sich das Set dann auch doch. Gizmec ist hochgegangen auf 25. Egal, so richtigen Market Watch wollte ich eigentlich nicht machen, ich wollte nur erzählen. Wir haben das gestern gut durchgewuppt, das Set ist offen, ist sortiert und hatten heute wieder Zeit, Karten zu listen. Morgen machen wir es auch wieder, haben noch einen Haufen Staple Commons, die jetzt auch im Shadow Structure drin sind. Da seht ihr die Liste vor euch. Und Erik meinte euch vorhin zu mir, Shadow Dragon hat schon wieder keine Reprint bekommen da drinne. Ich dachte so, krass, Mann, wie könnt ihr das denn machen? Aber jetzt sehe ich hier, Shadow Dragon ist drinne. Und wenn wir uns die Spells angucken, ey, das liest sich ja wie geschnitten Brot. Das sind Sachen drinne wie Super Poly, da geht gerade die aus Dude 6 Euro auf Englisch, habe ich vorhin noch nachgelistet. Instant Fusion, Allure, Foolish, Living Fossil, Pot of Arians, der jetzt ja wieder auf 1 gegangen ist durch die letzte Liste. Twin Twister, Shadow Fusion, also die komplette Liste, einfach nur krass. Einfach nur, hat man dann auf dem Market gesehen, da wurden dann die Decks aufgekauft bis 8,50 Euro oder so. Heute früh, bevor der Spoiler rauskam, waren die auch bei 6 Euro. Also Wahnsinn, dass wir vorm Release dann, jetzt weiß man halt, hey, das Deck wird gut. Und da gehen die Preise direkt hoch. Ich hoffe, ihr habt eure Decks schon gesichert, ansonsten könnte es jetzt auch ein bisschen teurer werden. Ich habe zum Glück doppelte Menge eingekauft, weil als ich schon gelesen habe, Shadow Structure Deck, ey, da können so viele gute Karten drin sein. Also kann ich auf jeden Fall da hoffentlich alle, die Bock drauf haben, beliefern. Kommt in 2 Wochen raus. Anderes Thema, Pokémon. Wir haben heute den Presale gestartet für Schwert und Schild. Ich glaube, so heißt die Edition. Noch einen anderen Nebennamen, glaube ich. Nur ist halt von der neuen Zyklus oder von der neuen Sache nach Sonne und Mond das erste Set. Da haben wir ordentlich eingekauft. Ich glaube, 4-mal so groß die Menge als beim letzten Set.
deutsche Ware diesmal. Wir haben daraus gelernt, dass man auf Card Market keine englischen Pokémon-Karten wirklich los wird, weil die Leute warten, wenn sie die englischen haben, einen Monat später haben ein paar Händler dann die Sachen aus dem Amiland, die dann auch viel günstiger sind. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, steigt mal mit in den Mainstream ein und bieten dort mal deutsche Karten an. Findet ihr also alles auf Card Market? Wir haben, glaube ich, so gut wie alles gerade gelistet. Mal gucken, wie das funktioniert. Die ersten Verkäufe hatten wir jetzt auch schon. Ich bin gespannt, wie der erste Pokémon Presale wird. Vielleicht nehme ich das auch mal ein bisschen mit Video auf, um mal neue Erfahrungen aufzunehmen, euch zu zeigen. Bin mal gespannt, habt ihr Bock darauf? Soll ich mal wieder so eine Art Wochenvlog machen nächste Woche oder so? Das schreibt mir gerne in die Kommentare. Mehr habe ich heute auch nicht zu sagen. Das waren jetzt die zwei Punkte, die ich euch erzählen wollte. Von IGAS jetzt zum Release-Datum. Wie gesagt, Donnerstag. Wir haben, falls ihr das Bild nicht gesehen habt, dreimal halt den Lightning Storm gezogen in Starlight. Und die anderen, ich glaube die Rose gar nicht. Und die anderen zwei einmal, den Psy-Dip und die Außer. Außer, so heißt die neue Heater, genau. Lightning Storm ist neben, also mit Abstand die teuerste. 90 Euro aufwärts bei deutschen Gewerblichen. Das ist so krass. Ich habe gar keine mehr für euch. Das tut mir so leid. Aber Gizmax haben wir noch. Und der ist richtig gut. Ich denke mal, die 25, die er gerade geht, sind nicht gerechtfertigt. Der geht bestimmt wieder auf 40 hoch. Bin mal gespannt, wie das Set sich entwickelt. Ja, ich freue mich dann auf euch morgen, beziehungsweise übermorgen, wenn wir am 1.2. die Regional in Halle spielen. Ich spiele mit. Ich will jetzt mein erstes Let's Play seit 2 Jahren machen. Da war mal die German YouTube League. Das ist schon eine ganze Weile her. Die Season 2. Mal gucken, ob ich das noch kann. Mal gucken, ob das meine Technik aushält. Und ja, da spielen wir vielleicht eine Runde. Beziehungsweise, wenn ihr das Video hier gesehen habt, dann habt ihr es ja schon am Tag vorher gesehen, weil ich es gleich hochladen werde heute, Donnerstag. Genug gequasselt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in Halle. Bis die Tage. Macht's gut, euer Jens.